Herzlich willkommen. Ausziehen. Runter mit der Hose. Auch das Höschen. Rücken. Backen auseinander. Mit den Händen wie sonst. Wollen auch ihre Geschlechtsteile sehen. Schön langsam. Anziehen. Wir haben auch Hausschuhe für Sie. Das ist die Anstaltsordnung. Gut durchlesen und alles beibehalten. Das sind wir pingelig. Willkommen bei der Staatssicherheit der DDR. Oder um in Ihrem Jargon zu bleiben, bei der Stasi. Sie bleiben stehen, sitzen werden Sie noch lange genug. Wenn Sie nicht mit uns zusammenarbeiten. Also, was wollten Sie in Berlin? Schauen Sie geradeaus. Ganz ruhig, nicht bewegen. Sind Sie taub? Machen Sie, was man Ihnen sagt. Schauen Sie bitte direkt in die Linse. Bilden Sie sich ja nicht ein, dass wir diese konterrevolutionäre Situation nicht in den Griff bekommen. Da haben wir schon ganz andere Zeiten erlebt. Was wollten Sie in der Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik? Eins verspreche ich Ihnen, wenn Sie hier weiter schweigen und irgendwas passiert hier heute Abend in Berlin, dann ziehe ich Ihnen persönlich den Arsch über die Ohren. Hör mal. Ja. Gute Idee. Gesicht zur Wand. Kommen Sie. Stehen Sie. Gehen Sie! Gesicht zur Wand. Stehen Sie! Zur Wand, habe ich gesagt. Kommen Sie! Gehen Sie! Grüß dich. Ich heiße Jürgens, BRD. Warum bist du hier? Republikflucht? Was hast du im Kofferraum? Transit? DDR-Bürger oder BRD? Du musst zu einem Gentleman's Agreement kommen. Sonst machen sie dich fertig. Na? Immer noch stur? Ja, ja, gut. Ich sehe, dass sie schweigen. Spielen sie eigentlich Schach? Ich würde gerne mal eine Partie mit ihnen spielen. Sie müssen mich nur fragen. Verstehen Sie? Sie haben eine schwere Zeit jetzt. Ich weiß das. So eine Schachpartie, so eine Abwechslung, das ist gut, damit Sie nicht durchdrehen da unten in Ihrer Zelle.
Jetzt hören Sie mir mal zu. Ich spreche zu Ihnen ohne Ironie. Brechen Sie das Gespräch mit uns nicht ab. Sie schaden sich selbst. Dann kriegen Sie einen Fellenkoller und kommen nach Leipzig, ins Haftkrankenhaus. In die Psychiatrie. Und das wollen Sie nicht. Glauben Sie mir. Also. Ich gebe dir 3 Tage. Wenn du dann nicht aus dieser Zelle verschwunden bist, dann müssen sie dich raustragen. Im Übrigen bist du egoistisch. Denk auch mal an deine Familie. Die werden doch wahnsinnig, wenn du hier nicht rauskommst. In 4, 5 Monaten. Du bist vielleicht bescheuert. Ich weiß, dass alles, was ich sage, bei Ihnen vermutlich auf taube Ohren fällt, aber wissen Sie, was mir die ganzen Wochen, seit wir uns nun hier sehen, nicht mehr aus dem Kopf geht? Was ist geschehen, dass jemand wie Sie hier bei der Staatssicherheit im Gefängnis gelandet ist? Sie waren Mitglied der FDJ, vor militärischer Ausbildung, haben Ihre Fahrerlaubnis bei der GSD gemacht, waren sogar Kandidat der SED. Was ist passiert? Sie sprechen von einem demokratischen Sozialismus. Wir sprechen auch vom Sozialismus. Tja. Wer weiß, wenn Sie in der BRD sind und sich dort weiter für den demokratischen Sozialismus einsetzen, sehen wir uns eines Tages in einem vereinten Deutschland, in einer großen DDR möglicherweise, in der Volkskammer wieder, Sie als Mitglied der SPD oder der CDU und ich oder Ihr Anwalt Dr. Gysi für die SED. Passen Sie mal auf. Sie arbeiten nicht gegen uns. Wir finden Sie. Egal wo. Und wenn wir Sie wirklich aus der Staatsbürgerschaft der DDR entlassen sollten, auch im Westen. Autounfälle gibt es überall, nicht wahr? Sie meinen, das sei eine Drohung? Natürlich. Durchgedreht.